Hallöchen, ich will euch heute zeigen, wie man ganz einfach mit JavaScript einen zufälligen Text ausgeben kann. Es ist einer von 10 vorgeschriebenen Texten. Ich habe jetzt einfach, oder 11, nämlich 0 wurde erstellt, 1 wurde erstellt, 2, 3, 4, bis 10 wurde erstellt. Und dann wird eben dieser Text ausgegeben und so könnte man dann auch zufällige Links machen. Genau, also dann fangen wir an. Ich habe eine Funktion link. Das Ganze funktioniert mit dem math-Objekt. Ja, wir erstellen erstmal eine zufällige Zahl zwischen 0 und 1. Und nehmen diese Zahl dann mal 10. Und dann nehmen wir math.round rand 1. Das bedeutet, dass die Nachkommastellen gestrichen werden. Genau. Jetzt haben wir eigentlich schon das Wichtigste. Jetzt müssen wir nur noch unseren Text definieren. Und zwar fangen wir an mit if rand gleich 0, dann document.getElement element by ID und meine ID hier unten ist main. Die ID gebe ich jetzt an. Dann benutzen wir einen ganz wichtigen Tag, nämlich einen ganz wichtigen Befehl in JavaScript, den inner-HTML-Befehl. Das bedeutet, dass in dieses Element mit der ID main etwas hineingeschrieben wird. Und da wird jetzt hineingeschrieben, wenn es 0 ist, dann wird ausgegeben, 0 wurde erstellt. Das Ganze können wir eigentlich direkt schon ausprobieren. Wir müssen einfach ein paar Mal neu laden, bis die 0 erstellt wurde. Okay, es dauert jetzt ein bisschen. Jetzt gerade eben wurde die 0 erstellt. Jetzt habe ich es leider weggeklickt. Naja, ist ja auch egal. Und dann machen wir else if rand gleich 1. Oh, Entschuldigung. Eins wurde erstellt. Dann else if rand gleich 2. Zwei wurde erstellt und so weiter. Das machen wir dann einfach mit allen, also von 0 bis 10. Und das mache ich jetzt kurz offscreen, weil das müsst ihr ja nicht sehen. Das ist ja ganz egal. Okay. Okay, also ich habe das Ganze jetzt erstellt von 0 bis 10. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, wird jedes Mal, jetzt wurde beispielsweise die 5 gewürfelt, jetzt die 8, die 6, die 4, die 6, die 4, die 7, nochmal die 7, die 9. Also ihr seht, so funktioniert das Ganze. Und wir könnten jetzt hier natürlich auch einfach zufällige Links machen, also das ist einfach jetzt nur als Beispiel, ich mache es mal nur bei der 0.
Wo ist da der Fehler? Ja, jetzt schau noch mal, bis eine 0 kommt. La la la. Das Ganze könnten wir natürlich jetzt auch für jede Zahl machen. Dass halt, wenn die 0 gewürfelt wird, ein Link angezeigt wird. Wenn die 1 gewürfelt wird, wird ein anderer Link angezeigt. Bei der 2 wird wieder ein anderer Link angezeigt. Und sowas könnte man da jetzt machen. Die 0 ist... Ja, hier haben wir sie. Und ihr seht, bei der 0 wird dieser Link hier angezeigt. Wenn wir draufklicken, kommen wir auf die Seite 0.html. Genau. Also, ich hoffe, ihr habt das Ganze verstanden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschaußen.